Hier sind die EmsTV News. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. Unsere Redaktion war natürlich auch heute für Sie unterwegs. Über das Wichtigste aus Ihrer Region berichten wir jetzt. In ein paar Tagen ist es soweit. Heiligabend steht wieder vor der Tür. Viele Menschen kaufen ihre Weihnachtsbäume beim lokalen Händler ihres Vertrauens. Auch in Meppen gibt es so eine Anlaufstelle mit einer Besonderheit. Es ist gemischt. Also es gibt manche, die verstehen es im ersten Moment nicht, dass es für einen guten Zweck ist und versuchen dann echt noch zu handeln. Und es kommen ganz viele an, die sagen einfach, hey, es ist für einen guten Zweck, ihr macht Spaß, also ihr macht das toll und finden wir gut. Und gucken dann auch nicht auf 2 Euro. Und das ist halt immer so ein ganz nettes Miteinander dann. Die Einnahmen gehen durch einen Missionskreis des Rollerwallfahrtvereins unter anderem nach Afrika für wohltätige Projekte. Auch das Thema Nachhaltigkeit kommt hier nicht zu kurz. Das sind Nordmann-Tannen, die kommen hier aus der Region, hauptsächlich von Rühlmann hier aus Meppen. Also der baut die hier regional an, da legen wir sehr großen Wert darauf, dass es nachhaltig ist und dass wir die hier auch wirklich ortsnah kaufen. Und das machen wir schon seit Jahren in sehr guter Partnerschaft und das klappt sehr, sehr gut. Die Mitarbeiter arbeiten auf ehrenamtlicher Basis. Sie tragen die Fahrtkosten, opfern ihre Freizeit und zum Teil auch private Materialien, damit der Verkauf ein Erfolg wird. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wir haben über 100 Helferinnen und Helfer gelistet für die verschiedenen Aktionen. Einige sind bei einem nur dabei, einige sind bei vielen Aktionen dabei. Und das macht einfach Spaß, über das Jahr diese verschiedenen Aktionen zu begleiten und auch leiten zu dürfen. Und das ist die Erfüllung. Das ist der Preis, der Lohn, den man bekommt dafür. Am Parkplatz des Leichtathletikstadions am Helterdamm in Meppen können Interessierte noch bis einschließlich den 22. Dezember einen Weihnachtsbaum für den guten Zweck erwerben. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 16.30 Uhr. Das waren die EmsTV News für heute. Schalten Sie auch morgen gerne wieder ein. Bis dahin und tschüss.